2:3. Ja, Manfred Schmidt, ich darf dich bitten um ein Statement zum Spiel. Wir haben mit einem schnellen Tor begonnen. Leider im Endeffekt dann die Punkte gehen nach Linz. Ich denke, damit wirst du nicht zufrieden sein. Na, absolut nicht zufrieden, das ist klar. Aber ich glaube, dass wir Linz ganz gut überrascht haben mit dieser Teilaufstellung in der Spitze, mit seiner Geschwindigkeit, dem Ball hinter die Kette, war eigentlich optimaler Verlauf, dass du relativ schnell in Führung gehst. Wir haben dann noch die eine oder andere Torschuss vorgefunden. Ich glaube, dass es nicht unverdient gewesen wäre, wenn wir zur Pause in Führung gegangen wären. Haben es leider nicht geschafft und dann die Gegentore waren halt relativ einfach. Elfmeter, den man geben kann. Und das zweite Tor war halt dann so, dass wir nicht gut rausverteidigt haben. Und zweite Hälfte war es eigentlich so, dass wir schlecht aus der Pause gekommen sind, haben 15 Minuten wenig Zugriff gehabt. Wir wussten, dass der LASK auf 4-3-3 umstellen wird, haben darauf reagiert, aber wir haben nicht rausverteidigt. Wir haben ängstlich agiert, nicht so mutig, wie wir es normal machen. Und ja, ab der 60. Minute dann ist das Spiel wieder ein bisschen ausgeglichener geworden und hat halt dann leider nicht mehr gereicht. Dankeschön, Manfred. Fragen bitte. Peter Klöbel von der Kronenzeitung. Manfred, ich mein, das jetzt nur ganz kurz ausgeschrieben. Ihr habt in den letzten 6 Runden von 18 möglichen Punkten 6 geholt. Mit einem Sieg und 3 Unentschieden. Ist euch ein bisschen doch die Luft ausgegangen? Oder sagst du, wie analysierst du diese Punktesituation? Ah, ich glaube, wenn man die Gegner anschaut, gegen die wir gespielt haben, es waren ja durchwegs Gegner aus der vorderen Tabellenregion, haben wir gute Leistungen gebracht, Sturm Graz zu Hause geschlagen und ich denke nicht, dass uns die Luft ausgegangen ist, aber es war schon so, dass uns der eine oder andere Spieler dann gefehlt hat. Wenn man schaut, Siad El Shaibi oder ein Huskovic war ja am Beginn der Saison noch gar kein Thema, die sind aber jetzt wichtige Spieler für uns geworden. Wir haben in der linken Innenverteidigerposition Suttner verloren gehabt, das hat man dann in unserem Spiel auch gesehen. Also wir sind nicht mehr so sicher gestanden, der Spielaufbau war nicht mehr so gut und klar ist der Kader nicht so aufgestellt, dass wir jederzeit 3-4 Ausfälle verkraften können. Gibt es weitere Fragen? Stefan Oellerer von Ö-News. Der Beginn war wie letzten Sonntag im Westen von Wien, ein schnelles Tor und wieder konnte man nicht die Punkte oder die verhofften 3 Punkte diesmal einfahren. Warum spielt die Austria dann nicht weiter, wenn man glaubt, so jetzt sind wir 1-0 in Führung, jetzt haben wir das Heft in der Hand? Ja, ich glaube, dass da schon ein grundlegender Unterschied war zum Spiel. Letzte Woche, wenn man schaut, wie viele Torschüsse wir gehabt haben, ich glaube, es waren 5-6 an der Zahl. Der LASK eigentlich als kaum einer Torschuss zu 2 Toren gekommen ist, durch ein Elfmeter-Tor und eine Situation, wo wir nicht rausverteidigen. Also so wie ich es gesagt habe, erste Hälfte war das in Ordnung, haben ein gutes Spiel gemacht und in der zweiten Hälfte haben wir 15 Minuten verschlafen, haben keinen Zugriff gefunden und das war unser Problem. Grundsätzlich war die Leistung eine bessere wie letzte Woche. Weitere Fragen da. Thomas Schrenk von der APA. Wenn man jetzt das Rennen um diese Meistergruppe jetzt schon mal vorblickt, ein bisschen, jetzt hat man im Frühjahr noch Gegner wie Altach, Admira, Hartberg, glaube der WRC ist dann von den, die davor liegen, noch dabei. Wie sind jetzt die Ausgangslage? Nur weil wir jetzt gesagt haben, jetzt sind doch Gegner gewesen, die oben mitspielen, jetzt sind eher Gegner, die vielleicht dahinter liegen oder gleich aufliegen. Ja, wir haben heute natürlich eine Riesenchance liegen gelassen, dass man einen starken Gegner wie LASK distanziert oder zumindest auf Distanz hält. Das ist klar. Wir haben uns keine Top-Ausgangsposition geschafft, aber die Meistergruppe ist noch immer in Reichweite. Wir haben relativ, kann man sagen, gute Auslosung, weil es auch nicht leicht ist, gegen diese Gegner zu spielen. Aber wenn du in die Meistergruppe willst, dann musst du Punkte und Siege einfahren und dann ist es meiner Meinung nach noch immer möglich, da in die Gruppe zu kommen. Alles beantwortet? Dann sagen wir Dankeschön, wünschen einen schönen Sonntag und frohe Weihnachten. Wenn wir ihn nicht mehr sehen, aber hören werden wir uns noch wahrscheinlich. Dankeschön.